Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Ihre Kommentatoren sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns heute auf eine hoffentlich packende Begegnung. Bayern München gegen Medipol Başak Şehir. Interessante Geschichte hier, Wolf. Es kann losgehen und wir freuen uns auf eine reizvolle Begegnung. Buschi, kurz mal zu Robert Lewandowski. Was traust du ihm heute zu? Er ist der momentan Führende in der Torjägerstatistik. 11 Tore bis jetzt in der Meisterschaft. So gehen es die Bayern also heute an. Ein sehr unangenehmer Gegner, Buschi. Und das liegt vor allen Dingen an ihrem Kurzpassspiel. Ja, was das Tiki-Taka angeht, Wolf, da macht ihnen keiner was vor. Das haben sie drauf. Damit versuchen sie es immer wieder, ihre Spiele zu dominieren. Kommen wir zur heutigen Aufstellung der Gäste. Dieselbe taktische Ausrichtung auch auf der Gegenseite, das 4-5-1. Auch hier in der eher offensiven Variante, also das ist schon eine Grundlage für ein attraktives Spiel. Das Spiel läuft, die Bayern am Ball. Thomas Müller. Die Bayern im Vorwärtsgang. Kimmich geht da voll in diesen Zweikampf. Epureanu. Berkay Özgan. Giuliano. Giuliano ist das. Abgefangen, gut gemacht. Pavard. Thomas Müller. Ballverlust Bayern München. Epureanu. Wie siehst du sie, die Bayern, im heutigen Spiel, Buschi? Das Ding müssen sie eigentlich gewinnen. Ganz klarer Favorit in meinen Augen. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Giuliano. 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 Sie bekommen den Einwurf. Und jetzt Lewandowski. Koman. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Keine Überraschung hier, dass die Bayern vorne liegen. Epureanu. Crivelli. Jetzt Lewandowski. Mit dem Ball Sané.
zurück zu Mert Günök. Berkay Özgan. Türic. Da haben wir Giuliano. Jetzt müssen sie aufpassen. Mehmet Topal. Berkay Özgan. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Fahne des Assistenten geht hoch. Abseits. Uiuiui. Das war hauchdünn. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Jetzt Lewandowski. Da ist Kimmich. Jetzt Thomas Müller. Kimmich hat ihn wieder. Müller. Pass auf Goretzka. Pass kommt von Goretzka. Macht das ganz sicher. Jetzt ist Platz für den Konter. Wahnsinn. Die Parade gerade, wie er sein Team da im Spiel hält. Weiterhin nur ein Treffer Rückstand. Mehmet Topal. Sie bleiben weiter geduldig, obwohl sie ja knapp hinten liegen. Vielversprechender Spielaufbau. Beim Ballbesitz tun sich die Bayern hier bislang schwer in dieser Partie. Aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet mit Effizienz, mit 1. Da ist er alleine durch. Jetzt können sie klären, er hätte sonst gefährlich werden können. Mehmet Topal. Giuliano. Topal. Mehmet Topal. Ömer Ali Sainer. Ömer Ali Sainer. Giuliano. Toller Pass. Ist das der Ausgleich? Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Sie bauen geduldig auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Alaba jetzt am Ball. Kimmich. Die Bayern mit dem Ballverlust. Kalderim. Berkay Özgan. Sehr effektives Passspiel hier. Giuliano. Berkay Özgan. Giuliano. Da erobert er den Ball. Alfonso Davis. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Lewandowski. Ein langer Ball hat hier zum Erfolg geführt. Da rümpfen natürlich viele so ein bisschen die Nase. Altmodisch heißt es dann, aber wer trifft, hat recht. Das nenne ich mal Effektivität. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Lang nach vorne gespielt und dann klasse gemacht. Super Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Wie siehst du die Leistung von Lewandowski bislang in diesem Spiel? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Berkay Özgan. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Da passt er auf. Nun Lewandowski. Da ist Müller. Goretzka. Lewandowski. Süle. Goretzka. Schöner Spielaufbau jetzt. Leon Goretzka. Lewandowski. Lewandowski mit der Chance. Tor für Bayern München. Und die Bayern liegen also mit 2 Treffern in Führung. Weiß noch mal die Wiederholung dieser Szene. Erst der Aufbau, Spielaufbau mit viel Geduld und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Epureanu. Goretzka. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Crivelli, Mehmet Topal. Süle holt sich diesen Pass. Könnte den Konter geben. Lewandowski, vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Chance zum Konter ist erstmal weg, weiter Ballbesitz. Müller. Das ist Goretzka. Robert Lewandowski. Müller. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Und das gibt Eckball. Sie wechseln aus. Kimmich führt aus. Schlechte Hereingabe. Bleibt hängen. Herr Burkhard Förster, Herr Burkhard Förster. Ihr Handy wurde an Kasse B3 abgegeben. Herr Burkhard Förster. Edin Visca. Er bekommt Hilfe. Kann er was draus machen? Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Die Gäste werden wechseln. Guter Einsatz, das war wichtig. Gutes frühes Stören. Goretzka. Die Bayern mit dem Ballverlust. Da
Da kommt der Pass. Klasse gespielt, guter Steilpass. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Süle muss da jetzt aufpassen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Nun Lewandowski. Coman. Da ist Müller. Lewandowski jetzt am Ball. Und jetzt Müller. Ballverlust Bayern München. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Da verlieren sie den Ball. Müller, klasse! Sané. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Kaldirim. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Kimmich. Gutes Auge in dieser Situation, er entscheidet auf Vorteil. Mahmut Tekdemir. Jetzt wird's gefährlich. Er spielt den Pass auf den Flügel. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Coman, aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Ömer Ali Sainer. Was macht er draus? Crivelli. Toller Pass. Riesenchance. Aber Neuer ist da. Aus der Distanz. Boah, das war nicht einfach. Ecke in die Mitte. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Mahmut Tekdemir. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Komm an. Thomas Müller. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Tja, diesen knappen Sieg sehen wir mal, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Es ist gar nicht so leicht, so ein Ergebnis über die Runden zu bringen. Was mich interessieren würde, wie hast du Thomas Müller heute gesehen? Ganz toll. Also überragt, hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.